Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted mit mir im Steve und heute bin ich auch wieder alleine. Keine Lisa im Hintergrund, die wieder irgendwelche Geschichten vorliest. So, beim letzten Mal, wo wir etwas abgelenkt waren, hatten wir auch relativ viele Probleme bei den Rennen. Also hier vor allem die Radarfalle hat uns ja irgendwie seelisch fertig gemacht und ja, ein bisschen haben wir aber schon geschafft. Also wir haben jetzt noch einen Sprint und zweimal Mautstelle, das ist gut. Würde ich sagen, machen wir erst die eine Mautstelle, dann den Sprint und dann die letzte Mautstelle. Ist das nicht so eintönig? Und eine Polizeiverfolgung müssen wir glaube ich auch noch machen. Erstmal das Mikrofon verschieben, sonst jetzt komme ich nicht an die Tasten ran. So, oh, endlich habe ich wieder den Sound von unseren Mustern. Schon wieder eine Woche nicht aufgenommen, weil ich dieses Projekt also so extrem krass im Voraus aufnehme. Ich glaube, dieses Video wird vielleicht 4 oder 5 Wochen, okay, vielleicht 4 Wochen nach dem heutigen Tage erst erscheinen. Aber ich habe einfach so derbe Bock auf Most Wanted, dass ich da einfach aufnehmen muss. Aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Ich würde sonst irgendwie ein bisschen beeilen. Weil noch sieht's gut aus. Noch ist alles okay. So, hier haben wir uns hoffentlich richtig entschieden. Sieht laut Karte zumindest nicht falsch aus. Zack. So, ich habe schon wieder vergessen, wer unser nächster Gegner ist. Ich glaube, das ist die Miezekatze mit ihrem Mercedes. Ich kann mich zumindest noch nicht daran erinnern, dass wir gegen die gefahren sind. Also werden wir wahrscheinlich jetzt gegen die fahren. Nummer 7 der Blacklist, kann das sein? Ich denke ja. Wow. Ja, ich müsste jetzt ein bisschen leiser reden, weil Eltern wieder zu Hause abends kann ich leider nicht so viel rausholen. Aber wie gesagt, ich möchte halt unbedingt aufnehmen. Und solange ihr mich ja noch hört, so halbwegs, ist ja alles okay. Wie fahre ich aber auch momentan, aber jetzt gerade nicht so. Ich bin ein bisschen raus, muss ich zugeben. Fixiert hier auf den Arsch von unseren Mustern. Ich finde unsere Karre so hammergeil, ne? Die kann alles. Zeitpunkt 26:11. Boah, ey, das ist Freitagabend. Einfach geil. Wochenende. Oh, es war so eine nervige Woche wieder, aber ich habe die schlimmsten Wochen eigentlich noch vor mir, also ich bin echt froh, dass ich aufnehmen kann. Es lenkt so schön ab, das glaubt ihr gar nicht. Da ist man gleich motiviert und zack, haben wir auch schon gewonnen mit 2648 plus und 314 Stundenkilometern. Sacken wir mal so eben 10.000 Geld ein. Achtung, Bezirk 3. Ja, nicht Achtung, Bezirk 3, was brauchen wir eigentlich noch für Meilenstein? Blitze haben wir alle. So, der Kram, ja. Kriegen wir schon noch rein. Jetzt machen wir erstmal im Sprintrennen die ganzen Mongos fertig, wenn gut ist. Muss aufpassen, dass ich hier was rausziehe. Weil ich bin den ganzen Mongos zufrieden mit dem Mikrofon. Ach so, ein Porsche GT. Ja, nee, ist schon klar. Oder andere Mustern gefällt mir auch, aber ist ja erstmal dem anderen
auf den Arsch gucken. Das ist das Ergebnis. Nächstes führt der Mustern. Wobei, das ist das Königsduell hier. Porsche, zwei Porsche versus zwei Mustern. So wünsche ich mir das. So muss es sein. So kann es bleiben. Zick, zack, zick, zack, zick, zack. So, ja, ich habe bis jetzt nicht wirklich Fortschritt erlangt. Ich bin immer noch auf dem dritten Platz. Das könnte sich jetzt, ja, so ungefähr, nur halt ein bisschen eleganter in Zukunft. Irgendwie hängen die mir anal ganz schön an der Backe. Jetzt hatte ich wieder die Wahl. Oh nein! Boah, ihr seid aber auch ein paar... Ach, Anal-Kasper hier. So, der muss dann da, der hat der perfektes Handling, so 200% Handling. Der macht das. Bei dem Porsche kann ich es verstehen. Irgendwie versage ich hier gerade hart, kann das sein? Hallo. Richtung Osten, durch Little Italy. Einheiten bitte anrücken. Little Italy, ja. Wie frustriert mich das hier gerade? Ziemlich doll. Das ist 93% und da vorne ist das Ziel und irgendwie kein Ergebnis. Außer, dass ich jetzt mal hart Dritter werde. Das finde ich jetzt irgendwie... Das hat gerade derbe. Erstmal perfekt. Ja, weißt du, Holz am Anfang hat alles Nitro raus. Ist schon klar. Ja. Mach nur. Kein Ding. Ich hätte gern mehr Mautstellen, man. Gehen wir mir nicht so auf die Nüsse. Porsche, der hängt mir aber auch hart an den Nüssen, ey. Penetriert mich richtig hart. Wie der abgeht, das ist Wahnsinn. Ich will auch einen. Ja, kommt mal ran, Einheiten. Ihr macht das immer so schön, ne? Ihr lenkt ihn immer so toll ab. Jetzt hier die Einheiten. Ja, wir fahren erstmal in die falsche Richtung. Super, Mongo-Einheiten seid ihr doch. Ich hab so viel Kurven, ey. So ist jetzt hier in der S-Kurve. Da werde ich natürlich mich jetzt hart absacken. Ja, genau, du kommst jetzt erstmal so, ne? Ist dem nichts von hinten? Gibt's mir einen Anschubser? Okay. Boah, ey, ja, kannst... Boah, Gott sei Dank, ey. So, und jetzt lenkt mal die anderen hier hart ab. Jetzt muss der vor mir erstmal wieder Abgang machen. Wie habe ich mir das jetzt anders vorgestellt? Das habe ich mir jetzt ganz anders vorgestellt. Leute, ey, das frustet jetzt gerade extrem. Das ist mal wieder Porsche neben mir. Mal irgendwie gegen den LKW fahren. Und einer hat das auch hinbekommen. Wenigstens Iceman hat das hinbekommen. Okay, ach so, Benny ist wieder mit dabei. Kein Wunder, dass ich hier so hart genommen werde, ey. Ich raste hier mit 304 einfach mal so hardcore über die Straße und der kommt immer noch näher, ey. In Richtung Osten. In der Nähe
Leck mich am Arsch, das ist so hart. Oh, er kriegt mega konzentriert hier. Weißt du, er brettert da voll durch und das ist... Das macht ihm gar nichts. Super Timing, 1A. Oh, jetzt nervt es mich auch ein bisschen. Mann, ey, jetzt lag ich die ganze Zeit in Führung und hier auf die letzten Meter, ja, da kommt er immer raus, ey. Boah, eine Scheiße. Das kann nicht wahr sein. Denken sie mir alle gleich wieder richtig hart an der Backe, ey. Mein Benny, ey, du bist mir so hart auf die Nüsse. Boah, ey. Ich muss sagen, dieses Rennen, das hat jetzt fast den Frostfaktor von dem Radarfallen. Dass ich den jetzt nicht mitgenommen habe. Auf dem Bordboulevard. Ich brauche dringend Einheiten, die dort hinfahren. Speed 160. Wir heizen hier erstmal so 300 über die Autobahn. Kein Ding. Jetzt bin ich die ganze Zeit wieder in Führung, ja. Und dann auf die letzten 10 Meter, da kommen sie dann wieder, die Mongos. Ja, siehst du, da ist er schon. Den hol ich doch nie wieder ein. So ein Bullshit. Ja, mich hätte jetzt wieder erstmal so hart weggefetzt, dass ich erstmal wieder letzter geworden, ja. Den Mongo schon wieder gefährdet. Unterstützungseinheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Das Objekt wurde zuletzt gesehen in nördlicher Richtung. Ja, weißt du, Polizei, Hauptsache nur gegen mich. Ey, ist doch scheiße. Aber jetzt nutze ich nicht einmal Nitro, ey. Jetzt mache ich es ohne Nitro. Ich hoffe, was ihr wollt, ey. Ja, fahrt alle ruhig vor, ey. Eingeschnappt. Ich sag jetzt nichts mehr. Das Rennen geht mir gerade so hart auf den Sack, ey. Meldung an Bezirk 1. Uns liegt eine Meldung einer unbekannten Anzahl zu schneller Fahrzeuge vor. Die Verdächtigen wurden soeben gesehen in Richtung Norden auf dem Born Boulevard. Einheiten im Umkreis bitte anrücken. Gerade läuft es ja noch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es zum Ende hin noch wieder scheiße wird, ey. Brennt an die Koppel, ey. Das ist auch immer hier in dieser Scheißkurve, ne? Da verliere ich dann meistens. Warum auch immer. Ja, ihr Mongo-Bullen könnt das auch ruhig mal ein bisschen mehr zu meinen Besten beitragen.
Mühe gebt ihr euch auch nicht wirklich. Weil jetzt habe ich Nitro verwendet. Verfolgen hier mehrere. Weißt du, jetzt habe ich nicht einmal Nitro verwendet, ja? Nicht einmal Nitro verwendet, jetzt außer zum Schluss und zwischendurch einmal aus Versehen, ja? Nichts, nada, da schaffe ich das. So, erstmal Alarmstufe 2. Sperrt alles ab! Sperrt alles ab! An alle Einheiten, der Verdächtige wurde zuletzt gesehen. Boah, erstmal das Fahrrad da weggesmackt. Super Fahrrad. Sektorsperrung wurde genehmigt. Zusätzliche Einheiten werden zur Verfügung gestellt und dem Perimeter zugeteilt. Hier ist Bravo 28. Wir hängen hier in einem 1043 vor unserem Zielsektor. Wir melden uns wieder. Alle Einheiten, die Ringfahndung funktioniert einfach nicht. Wer hat einen besseren Vorschlag? Läuft unter 3 Minuten, Kopfgeld 70.000, okay. Habe gehört, dass Casey ein Rennen gegen dich will. Das Mädel hat sie nicht alle. Nimm sie dir vor und mach sie fertig. Oh ja, natürlich mir die Schlampe vornehmen, aber so richtig hart. Etwas dazu verdienen, ja, das haben wir schon mal gelesen. Oh, naja. Erläutert bekommen. Irgendwas so. So, Mädel, aber ich bin noch nicht so weit. Ich muss noch hier was machen. Zack. Boah. So konzentriert und fixiert. Erstmal nichts sagen. Erstmal stumm sein. Das ist immer super. Zack, zack, genau. Erstmal alles mitnehmen. Erstmal Platz für Neues schaffen. Dann geht's zu Ikea. Neue Garderobenmöbel, genau. Ja. Was ist denn das? Ich komm grad nicht auf das Wort. Ist auch egal. Dings da. So. Dings da ist es bestimmt immer. So, wie geht denn hier ab? Das ist schon die nächste Mautstelle. Alt. Das ist alt im grünen Bereich hier. Das ist eine Sache, die funktioniert. Da ist auch schon der erste. Zack. Und da haben wir schon wieder das Gesetz hinter uns. Hängt aber auch ein bisschen hinterher. Verfolge ihn mit Code 3. Und hier ist alles abgesperrt. Das war aber sonst nicht so. Ja. Das passiert, wenn man die ganze Zeit nur auf die Karte guckt. Was ist jetzt hier mit dem Verkehr los? Es fährt hier nichts oder wie? Okay. Da muss ich erst beschweren, dann geht's wieder. Zack, zack.
So.